Yeah, Nintendo Direct Time, 16 Uhr heute Abend. Ich habe ein bisschen Angst, ganz ehrlich, wenn ich zugeben muss. Was geht da? Willkommen zurück. Ja, heute Nachmittag, 16 Uhr Nintendo Direct und ich habe ein bisschen Angst tatsächlich vor den Fans. Ja, viele schreien ja immer Direct, Direct, wann kommt Direct? Dann ist die Präsentation gelaufen und alle beschweren sich, weil nicht das gezeigt wurde, was man sich erhofft hat und was man sich gewünscht hat. Ich möchte aber nicht so einer sein. Wir gehen jetzt mal realistisch an die Sache ran. Was könnte denn der Nintendo Direct realistischerweise eigentlich drankommen? Wir gucken uns das jetzt mal hier systematisch an. Also ich würde sagen, wir beginnen eigentlich nicht mit einem Knaller. Also das war mal vor langer Zeit immer so zum Anfang und zum Ende immer so ein Knaller. Also eigentlich so zwei Sachen. Das erwarte ich eigentlich nicht. Wir gehen eigentlich direkt mit rein. Oder ich würde sagen, wir starten mit Updates. Ja, auf jeden Fall bin ich der realistischen Meinung, dass ein Update zu Mario Strikers Battle League Football kommt. Dass man da einfach neue Charaktere oder eine neue Map ankündigt. Einfach das nächste Content-Update. Genauso wie bei Mario Kart 8 beim Booster. Streckenpass, da erwarte ich, dass man vielleicht jetzt zum Dezember oder zu Weihnachten hin, dass man da einfach die dritte Welle bekommt an neuen Strecken. Genauso wie vielleicht von anderen kleinen Spielen. Splatoon 3 könnte vielleicht noch was Neues kommen. Einfach sowas, so ein bisschen so Kleinkram. Man sollte nicht zu viel erwarten, ganz ehrlich. Ja, dann erwarte ich natürlich von Drittentwicklern vielleicht so ein paar Indie-Spiele, wie man es halt kennt. Vielleicht so ein paar Sachen, die jetzt auf die Switch geportet werden. Vielleicht nichts groß Neues, vielleicht ein bisschen hier. Na gut, Mario und Rabbids hat man ja erst, aber halt so ein paar Indie-Sachen und sowas passt. Dann könnte eine große Überraschung kommen. Da bin ich mir jetzt unschlüssig, das muss man sich nicht wünschen, aber das könnte meiner Meinung nach drankommen. Es ist nicht sehr unwahrscheinlich und zwar Gameboy-Spiele für das Nintendo Switch Online-Abonnement. Also, es war ja immer mal wieder in den Gerüchten und es ist jetzt ja auch kein krasser Banger, den man eigentlich jetzt so hart entwickeln muss. Es wäre tatsächlich eine Option, ob man das jetzt mit in die kleine Mitgliedschaft reinmacht, in die große, ob man da irgendwas verteuern muss, ich weiß es nicht. Dann etwas, naja gut, da sind die Meinungen eher gespalten. Also ich muss es jetzt nicht unbedingt haben, ist schön, wenn es kommt. Und zwar The Legend of Zelda The Wind Waker und The Legend of Zelda Twilight Princess für die Switch. Ja, ich verstehe auch nicht, die Leute heulen immer rum von Ports und Remaster, aber das Twilight Princess kann zum vierten Mal aufgelegt werden. GameCube, Wii, Wii U, jetzt Switch, also. Muss nicht sein, wenn es kommt. Ich freue mich für die Leute, die spielen. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir holen werde. Ich habe die alten ja hier. Ja, dann könnte vielleicht noch so ein bisschen Gelabere kommen, was auch sonst immer ist. Vielleicht, dass man irgendein neues Spiel zeigt, was man so ein bisschen anspielt, wie bei Nintendo Switch Sports, sowas zum Beispiel halt. Irgendwie muss man ja die 40 Minuten füllen. Ich meine, es wäre natürlich ganz schön, Spiel auf Spiel auf Spiel. Man weiß es nicht, ist eine gute Frage. Dann erwarte ich vielleicht noch was zu Advance Wars. Ja, das wurde ja immer mal wieder verschoben aufgrund des Krieges. Mittlerweile haben wir zwar immer noch Krieg, aber es wäre ja mal schön, dass man vielleicht mal so ein bisschen Sicherheit hat, wann der ungefähr ein Release ist, dass man vielleicht sagt, okay, kommt erst nächstes Jahr oder keine Ahnung, dass man den Leuten mal was sagt, weil das Spiel müsste ja eigentlich längst schon fertig sein und von daher. Ja, dann wäre vielleicht noch ganz geil. Ich meine, gut, das ist vielleicht so ein bisschen Geschmackssache. Das gab es ja jetzt erst mit Splatoon 3 und mit Pokémon. Einfach eine neue Version der Switch OLED in einer bestimmten Edition. Ich meine, irgendwann wird es auch zu viel, aber wer weiß, könnte ja auch kommen. Was ich dann noch für realistisch eher sehen würde, das wäre zum Beispiel für die Nintendo Switch vielleicht einfach so ein Update. Ob man das jetzt in der Direct zeigen würde, die kommen ja meistens so unerwartet, aber vielleicht so ein neues System-Update einfach. Ja, dann noch vielleicht was, das könnte noch etwas Größeres sein, dass man vielleicht nochmal bei The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 vielleicht nochmal so einen Trailer reinballert. Vielleicht irgendwas, dass man vielleicht noch ein Amiibos ankündigt oder sind hier halt schon sowas zum Beispiel. Ja, das war jetzt eigentlich so im Schnelldurchlauf mal so ein paar Sachen, die ich mir eigentlich so erhoffe. Also Sachen, die ich jetzt nicht wirklich so sehen würde und wo es mich jetzt auch nicht stört und ich nicht rumhaten würde, kein GTA 5 für die Switch, auf keinen Fall. Das habe ich noch nie gesehen, das wäre auch ein bisschen unlogisch. Naja, was heißt unlogisch, aber es wäre halt ein bisschen unwahrscheinlich, dass es kommt. Metroid Prime 4 genauso, die Entwicklung, es dauert alles noch ein bisschen. Ja, da gehe ich dann eher aus, dass man noch was sieht von Bayonetta 3. Ja, oder vielleicht von Pokémon halt, kommt ja auch demnächst raus. Generell so große Ankündigungen, Donkey Kong, Super Mario Odyssey 2, das sind einfach viel zu viele Sachen. Nintendo macht das ja eher so schubweise, die kündigen die Spiele an, alles so nach und nach und ich finde das System auch gut. Denn ich bin jetzt nicht der Freund davon, wenn man alles rausballert, schon die ganzen Ressourcen verbraucht hat, dann lieber so nach und nach, um die Leute an der Stange zu halten. Das ist ja genauso wie bei den Streaming-Anbietern, bei den Serien. Immer schön nach und nach, weil ich kann das sowieso alles nicht spielen. Ihr seht ja so halbmäßig, was ich hier in meinem Schrank habe. Ich habe fast 100 Switch-Spiele, also
Ich kann ruhig noch ein bisschen warten, so ist es nicht. Theoretisch weiß ich aber auch, dass es Leute gibt, die natürlich die Spiele spielen wollen. Jeder spielt was anderes, nicht alles. Und das ist mir natürlich auch klar. Aber ja, im Endeffekt bleibt nur abzuwarten, was heute Abend in der Direct gezeigt wird. Mal gucken, ob ich da jetzt auch reinschaue. Ihr habt ja das Short gesehen. Und ja, mal gucken. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt kam ja auch noch raus, dass die Sony State of Play am gleichen Tag noch ist. Die werde ich aber nicht noch gucken. Das ist zeitlich nicht machbar. Ich habe sowieso eigentlich kaum noch... Ich habe eigentlich noch gar keine von denen geguckt. Aber wir gucken einfach mal rein, wie es wird. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.